So Leute, gleich Aufzeichnungen vom Backflip. Ich muss noch mal schnell Live-Ticker gucken vom Einspruch der Hertha. Mal gucken, was da passiert. FC Vize-Bayern. Schlimm, wenn man sich auf nichts mehr verlassen kann. Jetzt gewinnen die Engländer schon Elfmeterschießen. Aufstieg oder nicht? Herzlich willkommen Fortuna Düsseldorf in der ersten Bundesliga. Einspruch von Hertha eben gerade abgewiesen. Mr. X in der Bundesliga. Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri wechseln nach Deutschland. Dazu ein kleiner Aufruf an euch. Postet uns eure Videos, indem ihr 10-mal nacheinander diese beiden Namen sagt. Wir werden es veröffentlichen. Apropos Schweizer Käse. Kevin Großkreuz, dieser Vogel, hat sich immer noch nicht hier gemeldet. Dabei wollte ich doch mit ihm zusammen singen. Oh, warte mal, vielleicht ist er das. Oh, nee. Und nun der Übersteiger der Woche. Der Typ, den ihr eben gerade gesehen habt, Dennis Kader, hat den VfB Lübeck im Alleingang in den DFB-Pokal geschossen. Wie ich euch letzte Woche angekündigt habe, ein super Spiel auf der Lohmühle. An dieser Stelle wollte ich euch eigentlich Bilder von der Bundesliga-Beerdigung von Hertha, Köln und Kaiserslautern zeigen. Aber aufgrund des Einspruchs der Hertha kann ich euch die leider nicht präsentieren. Dafür zeigen wir euch, wie die drei Vereine im Moment aufbewahrt werden. Psst. Hier sind sie aufbewahrt. Die drei. Das Eigentor der Woche geht an den fairsten Bundesliga-Profi des Jahrhunderts. Levan Kujawiili. Alter, ein vorzeitiges Karriereende kann man doch anders machen. Und an Arjen Robben. Erst einmal auf dicke Hose machen und dann nicht die Eier haben, um zum Elfmeterschießen anzutreten. Mann, Mann, Mann. Und wir haben noch ein drittes Eigentor der Woche. An die Fans von Fortuna Düsseldorf. Dumm, dümmer Düsseldorfer. Sag mal, filmst du hier? Und nun noch das Beste zum Schluss. Der HSV. René Adler hat seinen Vertrag beim HSV unterzeichnet. Und ich war dabei. Ach ja, ich wollte ja noch zeigen, welche Bilder ich... Super. Hallo. Hey, wir sind noch gar nicht fertig. Das muss noch weitergehen. Neue Panini-Bilder nächste Woche.